Hi, ich bin Uwe. Ich erkläre euch heute, welche IP-Schutzarten es gibt, wie sich PCs mit unterschiedlichen Schutzarten unterscheiden und wozu wassergeschützte PCs notwendig sind. In Teil 1 erkläre ich euch, welche IP-Schutzarten es gibt. In Teil 2 sprechen wir über den Einsatz der Schutzarten im Bereich der Industrie-PCs. Und in Teil 3 sprechen wir darüber, warum Industrie-PCs mit Wasserschutz auch sinnvoll sind. Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern, zum Beispiel IP30. Das IP steht für International Protection. Die erste Ziffer steht für den Schutz vor Berührung oder Festkörpern. Die zweite Ziffer beschreibt den Schutz vor Wasser und Flüssigkeiten. Sprechen wir zuerst über die erste Ziffer. IP0 bedeutet natürlich, dass es keinerlei Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung gibt. IP1 und 2 ist der Schutz vor Berührung mit dem Handrücken oder dem Finger. Genauer beziffert wird das mit 50 mm bei IP1 und 12,5 mm bei IP2. Geräte mit IP3 oder IP4 sind gegen das Eindringen von Werkzeugen oder Drähten mit 2,5 oder 1 mm geschützt. IP5 und 6 sind die höchsten Staubschutzklassen. IP5 ist der Schutz vor Staub in schädigender Menge. Der IP6 steht für vollständigen Staubschutz. Kommen wir zur zweiten Ziffer der IP-Schutzarten. Die 0 steht hier wieder für keinerlei Schutz gegen Wasser. Geräte, die die Schutzart 1 bis 4 besitzen, sind vor Tropfwasser und Sprühwasser geschützt. Gegen Strahlwasser, zum Beispiel aus Gartenschläuchen, sind Geräte geschützt, die die IP-Schutzart 5 oder 6 an zweiter Stelle haben. Dann kommen wir zur Königsdisziplin der IP-Schutzarten. Die 7 und 8 an zweiter Stelle bedeutet den Schutz für zeitweiliges oder andauerndes Untertauchen unter Wasser. Die 9 als höchste Wasserschutzart steht für Dampfstrahler, Hochdruckreiniger und Druckwasser von allen Richtungen. Manchmal findet man hinter den beiden Ziffern noch einen Buchstabe, ein K oder ein X. Das K steht für den Einsatz im Straßenverkehr, während das X eine der Ziffern ersetzt, wenn diese nicht nötig ist. Oft werden die Begriffe Schutzart und Schutzklasse verwechselt. Die Schutzklasse bezieht sich auf die Elektrizität. Diese wird in DIN-EN oder VDE-Normen angegeben. Die Schutzart ist wie eben erklärt der Schutz vor Berührung, Staub und Wasser. Beides, Schutzklasse und Schutzart, findet Anwendung im Baubereich, bei Film und Fernsehen, überall, wo es staubig, dreckig oder nass zugeht, also auch im Bereich der Industrie-PCs. Während jeder Home- oder auch Business-PC die IP-Schutzart IP10 oder 1.0 hat, fangen Industrie-PC meist bei IP20 oder 30 an. Diese sind dann geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern oder Werkzeugen. Industrie-PCs mit IP50-Rating sind bis auf die Schnittstellen komplett geschlossen, haben keine Lüftungslöcher, aber Kühlrippen. Eine der häufigsten Schutzklassen ist die IP65, der Schutz vor Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen. Ein Beispiel hierfür wären unsere Panel-PCs. Die vordere Glasoberfläche ist komplett abgedicht, somit sind sie abwaschbar und frontseitig geschützt vor Öl- oder Wasserspritzern aus Maschinen. Manchmal haben Geräte wie unsere Panel-PCs auch unterschiedliche Schutzarten an verschiedenen Stellen. Die Frontseite ist in dem Fall IP65 geschützt, während die Rückseite, die meistens in einem Schaltschrank verborgen bleibt, nur IP50 hat. Das ist aber in diesem Fall dann ausreichend. Ein Beispiel für Geräte mit IP69 oder IP69K Schutzart wäre zum Beispiel ein Kfz-Steuergerät oder ein Panel-PC für die Lebensmittelindustrie. Einfach zu merken ist auch die magische Grenze von IP5050. Überall, wo man einzelne Schnittstellen erkennen kann, hat das Gerät mit Sicherheit nicht mehr als IP50. Überall, wo Schnittstellen abgedeckt sind, sprechen wir von IP60 oder mehr. Kommen wir zu den Anwendungsbereichen der IP-Schutzarten im Industrie-PC-Bereich.
Für Produktion und Logistik reichen oft IP-Schutzklassen 30 bis 50 aus, während im Lebensmittelbereich und zum Beispiel in Waschstraßen auf jeden Fall IP69K gefordert ist. Das waren alle wichtigen Informationen zu IP-Schutzarten. Wenn euch unsere Industrie-PCs interessieren, schaut gerne auf www.calmo-pc.de oder www.pocini.de vorbei und meldet euch bei uns.